Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama. So, jetzt sind wir den Ballenwagen und fahren die restlichen Ballen noch verkaufen. Was haben wir denn von Uhr? 13? Ne, 14. Oh, jetzt habe ich schon einen Schock. Eine Stunde noch. Der läuft noch? Der läuft ja noch. Ja, wir nehmen auch in der Woche auf. Die Projekte, ne? Wo hat die jetzt hingeschoben? Was ist denn das für ein Quark? Die Projekte nehmen wir immer eine Woche auf, ja. Ja, wie gesagt, das kann im Prinzip, theoretisch kannst du auch in Einbrechen mitmachen, ne? Das ist zwar scheiße, aber zur Not geht das auch, ja. Richtige Seite fahren wir in den England hier. Oh, ich habe hier das lange Ruhe gehabt mit dem Scheffeldinger, mit dem Reitmeier, mit dem Grubergeist. Läuft. Zu früh gefreut. Hallo? Ja, was zu meinen? Ach so, ich habe schon gedacht, die Polizei wäre dran. Ich wollte mir dein Mähwerk jetzt malen. Ja. Steht neben dem Drescher. Ja. Halt über der Straße, genau. Ich würde dann direkt bei G5 anfangen, wenn es in Ordnung ist. Beim Haus ist dort die, ne? Ja. Ja, kannst theoretisch machen, ja. Oder wenn du die anderen zuerst machen würdest, falls ich was bräuchte, Gras oder so, dann hätte ich das beim Haus direkt. Achso, na gut, ne, dann machst du die anderen. Also, mach du die zwei oben bei F4, den schmalen Streifen da. Ja. Bei der 30 und G2, da in der Mitte das ohne Nummer. Und beim Händler unten die G7. Die zwei kannst du auf jeden Fall machen. Okay. Weil Heu brauche ich jetzt keins, aber Gras ist so, könnte sein, dass ich da mal irgendwas brauche. Dann hätte ich nämlich noch die Wiese beim Haus direkt. Wo sagst du, steht das Mähwerk? Beim Drescher, beim roten Drescher. Gut. Also wenn du beim Silo da, der Schuppen. Ja. Du hast hinten rumgefahren. Im zweiten Hof, sag ich mal. Ja, ich seh's. Genau. Passt. Hast du gefunden? Jo. Alles klar. Messer sind noch gut, die müssen noch neu sein. Ja, alles gut. Okay, dann Dankeschön. Jo, kein Problem. Ciao, ciao. Ich hoffe, Dinger wollte ich auch noch was.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich da noch was bestellt hätte. Gut, mein Deutsch, das dauert ja noch ein Zeichen, wenn der jetzt in Honolulu da zusammengebaut wird. Da habe ich was angefangen mit. Das ist eine Infektion gewesen, ey, mein Gott. Ich bin so putzgeschissen, wie die Scheiße da. Ja, ja. Sag ja gerade, das dauert ewig, bis der mal da ist. Der wird ja jetzt in einer anderen Stadt zusammengebaut, weil hier das nicht mehr auf die Kette kriegen, für das Ding richtig zu bauen. Ich blick dann immer durch. Wann der wieder auftaucht. In einen Ballen fahre ich jetzt mit. Wenn das mir schön trifft. Da kann er beim nächsten Mal Strophe kaufen. Gucken, dass ich schon Mist gefahren krieg. Das muss ja auch gemacht werden. Nicht wahr? Scherenhänger-Feeling. Lassen wir das drauf liegen, bis ich die nächste Strudel weg war. So. Max? Jo. Du hast noch ein Hängerschloss an dem Mähwerk dran. Ich kann es nicht benutzen. Ah, warte, ich mach dich das. So, jetzt müsst ihr auch sein. Genau, jetzt soll's hin. Genau. Okay, danke. Alles klar, kein Problem. So, jetzt haben die Dick mal ausgedient hier. Hätte ich vorher tanken sollen, bevor ich ihn wegstelle. Komm, ich fahre Ding schnell tanken. Die kleinen Schleppen noch ein bisschen was schaffen. Und geh aus dem Weg. Sitzt sie jetzt hinterm Traktor? Ich weiß es nicht. Da ist er jetzt. Du hast den Ball holen, Idiot. Und ihm nicht. So. Mit Ladestellen, mit den großen oder mit den kleinen? Am besten mit den großen, wa?
Verfahrtung mit ihm. Bin ich doch. Und der Hund könnte in Real Life sein, ne? Da steht ja auch noch ein Gerät von mir. Ah, Mann. Eieiei. So. Wo habe ich denn meinen anderen kleinen Deutsch stehen? Ach, ich habe Schuppen. Hier steht er drin. So, ist er ja. Super. Mann, Mann, Mann. Das ist was, wenn man so viele Fahrzeuge hat, das ist echt ein Trauerspiel. So. Ja, genau. Also für pünktlicher zu sein wie die Bahn, ich glaube, das ist kein Riesenproblem. Ich glaube, das kriegt jeder hin. So. Ich will mit ihm Mist laden. Waren doch auch schon verdächtig hier. Oder? Mensch, dann würde. Gesagt, nicht auf dem Weg liegen, ne? Wie die Scheiße? Auf dem Weg. Dafür ist ja vorne der Bügel da, ne? Damit man da mal gegenfahren kann. Ja, das hat mit Spritkosten zu tun. Der Deutz hier läuft viel, viel günstiger wie der Große. Ja. Deshalb bin ich auch so ein Lanz-Fan. Die fahren ja auch viel, viel günstiger mit dem Sprit. Großen. Du bist aber gut. Ha. Hat nichts mit Faulheit zu tun, das ist Berechnung. Landschaftsberechnung ist das.
So, aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dann, haut rein. Tschüss.